Rameau generell ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Über Jahrzehnte hat er versucht, eine Oper zu schreiben und er durfte nicht. Und finalement durfte er dann und dann hat er nochmal die Tragédie lyrique, was eine Opernform ist, die das absolutistische Königtum in Frankreich nochmal abfeiert. Sehr, sehr groß aufgefahren und eigentlich ist in dieser Person ist schon die große Veränderung, die in diesem Jahrhundert stattgefunden hat, ist in ihm personifiziert quasi und auch in seinen Werken, weil eben einerseits ist es wahnsinnig modern und das Formale, dieser Stück ist eben, hängt einem Regime an, was im Untergang begriffen ist, also eine Umbruchszeit, was in diesen Stücken ganz stark zum Ausdruck kommt. So auch in unserer Inszenierung. Es gibt, glaube ich, zwei eben verschiedene Menschenarten, was die aufeinandertreffen, nämlich eben normale Menschen wie wir, verfolgt oder konfrontiert mit so einer auch faszinierenden, formalen Welt des Barock, wo alles Pose ist und man nie weiß, ob die Gefühle echt sind oder ob sie gespielt sind. Ich würde fast sagen, dass diese beiden Geisteshaltungen, das sind die Hauptfiguren dieses oder die Hauptcharaktere dieses Stücks. Und es ist unvereinbar und kommt aufeinander, es knallt und es löst sich unter dem Effekt, dass sich sowohl das Stück als auch die Bühne, als auch die Musik, als auch die Geschichte auflöst in wie Puzzleteile, die nur noch rumliegen. Jean-Philippe Rameau war 50 Jahre alt, als er seine erste Oper komponiert hat. Wir machen genau diese erste Oper 1733 komponiert. Für die damalige Zeit ist es die Moderne pur, was er dort macht. Also die Instrumentation des Orchesters ist völlig anders. Was er harmonisch hinstellt, ist eine völlig andere Sache, als die Pariser bis dahin kannten. Der Hauptunterschied ist erstmal, dass in einer französischen Oper alles vorkommen muss. Es muss der Gesang vorkommen, der Sologesang, es muss ein großer Chor vorkommen, wie in der antiken Tragödie, und es muss Tanz vorkommen. Tanz ist extrem wichtig. In dieser Oper baut er noch ganz auf die Tradition und das Besondere ist, was dort an harmonischem Reichtum dazu kommt. Das ist die große Stärke. Ich meine, das ist auch das, worüber er ein Leben lang geforscht hat. Also Harmonielehre und unsere heutige Harmonielehre basiert ganz, ganz stark auf dem, was Rameau geschrieben hat. Wir haben diese Arie aus einer späteren Fassung, Quelle Mère, im vierten Akt dazugefügt. Das ist ein Wunderwerk an Klage, an Intensität und auch an harmonischer Intensität. Insofern ist dieser harmonische Reichtum das wirklich Überraschende dieser Musik.